Maske ob. Corona vor Gericht. Eine Abrechnung in Hörspielform von Klassophäre, der Overberg-Schaule Volklage. Ut Denior 2020. Bitte Ruhe im Gerichtssaal. Ruhe bitte. Hiermit eröffne ich die Hauptverhandlung im Prozess Kinders gegen Corona. Aktenzeichen 0815-2021. Raupe zähl bitte den Angeklagten herin. Corona auf der Anklagebank. Zähl heb keine Maske auf. Setze zähl bitte ihre Maske wer auf. Na schön. Mann, da kriegt man ja keine Luft mehr. Angeklagter, ihr Name ist Corona. Nachname? Kein Nachname. Ändere Nomen? Covid-19. Wohnhaft in? Ich bin überall in der Welt zu Hause. Aha, ein Vagabund also. Ich erteile der Staatsanwältin das Wort. Bitte lest die Anklageschrift für. Hohes Gericht. Dem Angeklagten Corona wird vorholen, seit dem Jahr 2020 das öffentliche Leben massiv beeinträchtigt und dort der volle Menschen Leid taufüget tau haben. Insbesondere die Kinders hat durch dich Corona lehn. Ruhe bitte! Ich erteile das Wort der Rechtsanwältin der Nebenkläger. Hohes Gericht, werte Anwesende, der letzten Monate wären schrecklich. Der Angeklagte hat in der Welt ein nie zuvor dawesendes Chaos verursacht. Der Tod hält wirtschaftliche Schäden, weshalb Einschränkungen des öffentlichen Lebens ganz tauschweigen von zahlreichen Krankheits- und Todesopfern weltweit. Das klingt für mich aber ein bisschen übertrieben. Unterbrechet sie nicht und setzet sie sofort ihre Maske wer ob Corona. Jo, schon gaut. Doch schallet in den vergangenen Verhandlungen in erster Linie um die Auswirkung gorn, dass das Virus auf das Leben der Kinder heft. Ich beantworte an dieser Stelle unverzüglich die Tügen in den Tügenstand zu rauben. Ich raube in den Tügenstand die Kinders Wiebke, Bente, Henrike, Tamme, Joris und Martin. Wiebke, Bente, Henrike, Tamme, Joris und Martin in der Tügenstand. Habt ihr von da keine Schaule oder was? Nee, diese Kinders sind nur in Szenario B. Soll dir doch froh wesen, dass der nicht zur Schaule mit. Maske ob Corona. Jo, doch. Die Kinders hat nur net Wort. Sei Gott alle in der Overberg-Schaule Feuchtlage. Sehr geehrte Tügen, was hat je Corona Vortau werfen? Ich fand es schrecklich, dass wir weckenlang nicht aus Schaule gehen konnten. Es war so langweilig allein zu Hus. Mit Weckern kann ich denn spellen? Wie mit alle Schulabgaben alleine zu Hause erledigen. Use Öllern wette teilweise gar nicht, wie sei der Abgaben lösen schuld und können uns nicht helfen. Jo, und der Lehrer kann uns die Abgaben voll besser erklären. Und nu, in Szenario B, können wir nicht mal alle use Mitschüler sehen. Use Schaulhof ist ein einzelne Dele auftrennt, wo wir eine Klassenwiese miteinander spielen können. Und singen trifft wie auch nicht mehr in Musikunterricht. Das ist richtig Schiete. Und das Tragen von der Maske in der Schaule ist auch ätzend. Sag ich doch. Maske ob. Jo. Und Fußballspielen trifft wie auch nicht mehr. Der Flötenunterricht fehlt auch seit Monaten gut. Und die Schwimmbäder und die Kinos sind auch tau. Mein Oma und mein Opa kann ich wochenlang nicht sein. Und mein Kindergeburtstag ist auch gut gefallen. Mein Vater hat wegen Corona keine Arbeit mehr. Sein Restaurant ist pleite gegangen. Oh. Nun ist aber mal Schluss mit den Anklagepunkten. Maske ob. Zum Kuckuck mit der blöden Maske. Wenn er darf ich mich endlich verteidigen. Ich erteile den Angeklagten das Wort. Einen eigenen Verteidiger helfe you offland. Werte Anwesende, ich kann gegen meine eigene Natur nichts unternehmen. Ich will mich nur mal überall auf der Welt gut breiten und vermehren. Da ist es mir nur recht, wenn sich unvorsichtige Lü in großen Mengen versammelt und keinen Mundschutz trägt.
Haha, da kann ich mich hemmen und los gut breiten. Das kann man mir doch nicht tauen Vorwurf machen, dass die Menschen selber so unvorsichtig sind. Aber wie Kinder hat uns nicht unvorsichtig verholen. Wie dregelt sie Monaten unsere Maske und holt uns an die Abstandsregeln. Ihr wollt nur, dass du wer verschwindest, und unser Leben. Und damit wettert auch endlich Tiet. Ich werd nur das Urteil verkünden. Bitte stoßt nur alle ab. Sehr geehrte Anwesende, noch eingehender Prüfung der Anklagepunkte und unter Berücksichtigung der Schwore der Beweislast verurteile ich Corona tau 20 Jahren Quarantäne ohne Bewährung. Der Sitzung ist geschloten. So eine Gemeinheit, das Urteil fällt dich an. Ich gehe in Berufung. Maske auf!